Heute ist der erste Tag, wo ich ausgehe, und zwar mit der Familie auf eine Überraschungsparty von einer Freundin. Cool, ne? Dafür musste ich was anderes sausen lassen, und zwar Verabredung mit anderen Au-pairs. Aber ich kam nicht hin, weil der Vater konnte mich nicht hinbringen. Das war ein bisschen zu stressig. Jetzt gehe ich auf eine Erwachsenenparty. Yeah, cool. Nein, wird schon gut. Also ich gehe dann mal, ne? So, heute ist der 24. glaube ich, Sonntag, und heute habe ich einen weiteren Sonntag genossen auf der Terrasse. Oh ja. Um 4 Uhr hatte ich endlich eine lang ersehnte Verabredung mit einem anderen Au-pair, Franziska, und wir haben uns über alles Mögliche ausgetauscht. Das war total angenehm, mal mit einer gleichaltrigen Person zu sprechen. Und als Sunita mich dann wieder abgeholt hat, war es so, dass wir zum Walmart gegangen sind, haben noch eingekauft. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie mit Tori noch gesprochen hat. Und sie haben darüber gesprochen, wann das Break-up-Datum wo sein wird. Und dann sagt sie, ja, wir haben jetzt erstmal gedacht, morgen, also Montag. Ich so, bitte? Wann? Jetzt? Morgen? Montag? Ja, weil wir müssen das alles schnell von bla 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 und bla bla bla. Das heißt, morgen beginnen die 2 Wochen, in denen ich eine neue Familie finden muss. Gut. Ja, Arnie, der gewöhnt sich immer mehr an mich. Wir kommen sehr gut miteinander aus. Gut, der ist immer noch manchmal bockig, aber es wird schon besser. Ich habe ihm heute eines seiner Lieblingsgerichte gekocht. Mac and Cheese. Das liebt er. Und dann ist es so bei uns zu Hause, also in Deutschland, ist es so, dass immer alle gewartet haben, bis ich aufgegessen hatte. Also alle sind am Tisch sitzen geblieben, bis ich, die langsamste Esserin von allen, aufgegessen hatte. Hier habe ich gemerkt, alles ist hektisch. Die Mutter, also das Kind sitzt am Tisch und muss essen. Die Mutter werkelt in der Küche rum, räumt auf oder irgendwas, und der Vater telefoniert geschäftlich, sodass das Kind sagt, ich esse nur, wenn ich mein iPad nebenbei hier liegen haben darf. Also, Kind, iPad und Au-pair Antonia sitzen am Tisch. Ich beobachte diese ganze Szenerie staunend. Ja. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, immer wenn ich mit dem Kleinen zusammen esse, oder wenn er isst und ich daneben sitze, keine elektronischen Geräte, dann wird sich unterhalten oder ich schimpfe, dass er nicht schnell genug isst. Auf jeden Fall hat er sich auch daran gewöhnt, hat Gefallen daran gefunden, dass sich jemand zu ihm setzt und dass er nicht mit irgendeinem Gerät spielen muss, während er isst. Geht auch gar nicht. Tja. Also herrscht ab jetzt ein striktes Electronic Devices Verbot. Also vor einigen Minuten lag mein Kleiner noch neben mir im Bett. Denn seine Mutter meinte zu ihm, ja, leg dich doch schon mal bei Antonia ins Bett, ich muss hier oben noch ein paar wichtige Sachen für meine Schule erledigen. Dann kam er in mein Bett gekrabbelt und ich musste mich aber noch fertig machen. Dann wollte ich ins Bad gehen und er versteckt sich unter der Bettdecke, weil er Angst hat im Dunkeln oder im Halbdunkeln, und unter der Bettdecke war es dann okay. Dann ich gehe ins Bad, komme wieder, ist er eingeschlafen. Voll niedlich. Tja, dann habe ich noch ein bisschen weiter an meinem Tagebuch geschrieben. Morgen habe ich ein Meeting mit Tori und dann werden wir gemeinsam die weiteren Dinge besprechen, die wir
jetzt durchzumachen haben, beziehungsweise ich. Und bin ein bisschen wehmütig, weil es gerade alles sehr gut läuft. Weil ich mit dem Kind gut klarkomme. Jetzt lerne ich langsam ein paar Au-pairs kennen oder andere Leute. Könnte auch schon anfangen, zur Schule zu gehen oder so. Und jetzt ist es alles wieder bald vorbei und ich muss wieder neu anfangen. Ja, ich frage mich einfach, ob ich nochmal so eine nette Familie finde, mit deren Kind ich mich halt so gut verstehe. Oder ob es überhaupt noch eine Familie gibt, die ein Au-pair braucht. Ob ich nach Hause zurückgehen muss? Naja, das sind halt so Sachen. Aber Tori hat mir versichert, dass es häufig vorkommt, dass Au-pairs die Familien wechseln. Meistens natürlich aus einem anderen Grund, nämlich dass die beiden sich nicht verstehen. Ja, und deswegen... Aber sie hat mir Mut gemacht und sie meint... Es wird schon. Morgen wird sie mir bestimmt nochmal Mut machen und ich hoffe, dass ich dann keine Angst mehr habe. Also dann, wir sehen uns, wenn ich eine Familie gefunden habe. Tschüss. Ich habe meinen neuen Nagellack heute ausprobiert, den gelben. Guck mal. Geil, oder? Kennst du crazy? Cool. Tschüss.